die Stahlindustrie insgesamt. Was sich Ihr Unternehmen gemeinsam mit zahlreichen Projektpartnern aus Wissenschaft und Wirtschaft vorgenommen hat, hat für die ganze Branche, glaube ich, eine Signalwirkung. Ambitionierter Klimaschutz und die Anforderungen des globalen Wettbewerbs sollen in Einklang miteinander gebracht werden. Und das ist, finde ich, eine beispielgebende Initiative, ist ein Paradebeispiel, wie Klimaschutz made in NRW aussehen kann. Der Klimawandel, das wissen wir alle, gehört ohne Zweifel zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Und wir haben uns in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, Vorreiter zu sein bei einem intelligenten Klimaschutz, der die industrielle Produktion eben nicht als Gegner betrachtet, sondern als Teil der Lösung. Mit dieser Grundorientierung haben wir eine Vorreiterfunktion. Und wir haben 2013 in Nordrhein-Westfalen ein eigenes Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es ging und geht uns dabei darum, dass Nordrhein-Westfalen Industrieland bleibt und sich zugleich noch stärker und schneller in Richtung Nachhaltigkeit bewegt. Carbon to Chem. An diesem Projekt arbeiten Wissenschaft und Industrie gemeinsam. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und deshalb haben wir das Projekt von Beginn an unterstützt und begleitet. Das Hüttengas aus der Stahlproduktion künftig nicht mehr zu verstromen, sondern in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen und auch das darin enthaltene CO2 für chemische Produkte zu verwenden, das wäre ein großer Schritt in Richtung einer deutlich nachhaltigeren Nutzung. Und ich bin sicher, für die Versuchsanlage, die hier entstehen wird, kann es keinen geeigneteren Standort als Duisburg, aber auch als Nordrhein-Westfalen geben. Duisburg ist der größte Stahlstandort Europas, Stahlland Nummer 1 nennen wir uns. Aber Nordrhein-Westfalen ist auch mit Abstand wichtigster Standort der chemischen Industrie in Deutschland. Und die Tradition der Zusammenarbeit von beiden Bereichen ist so alt wie die Region selbst.